Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Wir spielen Portal 2. Yay! Und wir haben uns schon lange drauf gefreut. Stimmt's, Alex? Ja, Portal 2, endlich. Ja, wir hatten ja schon mal Portal 1, ne? Portal 1, ja. Hab aber allerdings ich gespielt, ne? Glaube ich, du kanntest das schon. Ich kannte das schon, ich hatte das schon mal gespielt. Und das war dann für dich die neue Erfahrung. Und ich konnte daneben sitzen und immer sagen, ich weiß schon, wie es geht. Das war auch cool. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber heute gibt's was anderes, nämlich Koop. Ihr seht es schon, ist ausgewählt, Koop spielen. Man kann Portal 2 Koop auch zu zweit eine Couch und so weiter, ne? Splitscreen wird das dann. Das heißt, einer von uns wird auf der linken Hälfte des Bildschirms spielen, der andere auf der rechten. Und wem ihr dann zuguckt, könnt ihr euch selber überlegen. Ich empfehle natürlich, dass ihr mir zuguckt, weil das sicherlich spannender ist, als bei Timo zuzugucken. Aber ihr genau, dann müsstet ihr, natürlich dann auf der rechten Seite gucken, dass da spielt bestimmt Alex. Genau, so wird das sein. Na gut, ich freue mich schon. Du hast das noch nicht gespielt, ne? Ich habe das noch nicht gespielt. Also wir haben es halt angespielt, aber ja. Ansonsten kenne ich das nicht. Weder Singleplayer noch Koop, aber gehört habe ich ganz viel, dass das super toll sein soll und so gut und so weiter. Und das alles testen klar. Wir jetzt, ob das wirklich so gut ist, wie viele Stimmen sagen. Ich würde sagen, wir springen mal rein, Koop. Und Standard-Koop, du drückst bitte einmal auf X. Mhm. Und da sehen wir schon unsere beiden Charaktere, den Eierkopf und den coolen Kugelkopf. So. So. Ihnen stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu Ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern deaktiviert. Was machst du da schon wieder? Was? Nix? Hallo? Wo bist du eigentlich? Da! Ah! Hallo! Hui! Hervorragend. Hier ist nicht der Start des Koop-Modus. Hier ist irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, wenn wir nochmal ganz von vorne starten wollen, machen wir Folgendes. Wir gehen zur Kalibrierungsstrecke. Und dann können wir uns erstmal eine kleine Cutscene zu Gemüte führen. Und danach geht's mit der Kalibrierungsstrecke los. Ja, wir sind uns sicher, dass wir das machen wollen. Nicht wahr? Was? Ich wurde gar nicht gefragt. Was ist denn da los? Ich bin Atlas. Hallo. Wer bist du? Peabody. Erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Ach, guck mal, jetzt ist die Steuerung auch hier angezeigt. GS. GS, was ist das denn? Das ist das Steuerkreuz, nehme ich mal an. Genau, wir haben diesen Teil des Spiels schon mal gespielt. Ihr seht jetzt mich links und Timo rechts auf dem Bild. Teamarbeit. Ich bin also der blauäugige Kugelkopf. Beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Mein Lieblingstier. Genau, also ich bin auf der linken Hälfte und... Ach du Kacke, was ist denn das für eine Steuerungsanweisung? Ich soll den Vive-Knopf drücken mit G und... Ach du Scheiße, verstehst du das? Nee. Timo ist auf der rechten Seite und... was passiert, wenn du jetzt ein Lieblingstier auswählst? Mit welcher Taste? Mit L1 dann wieder, nehme ich mal. Was ist denn bei dir da angezeigt? Da passiert gar nichts. Bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier. A, A, G, G, oben, unten, oben, G, unten, oben, nee, oben. Das ist der Konami-Code oder was? Oh, ich habe einen Zoom. Ja, Zoom habe ich auch, genau. Auf der L1, jetzt, ne? Ja, ich guck dir jetzt zu, wie du das machst. Ich sehe das. Verarsch mich nicht. Digga, jetzt wähl nur einen aus. Ey, das geht ja nicht. Der da. Das ist mein Lieblingstier.
Mein Lieblingstier ist da nicht drauf. Was mache ich denn jetzt? Dann nehme ich... was ist denn ein gutes Tier? Ein Elefant ist gar nicht schlecht, oder? Bestimmt. Ist das ein Elefant? Oder was ist das hier? So ein Hirsch? Oder Elch. Oh, ein Nashorn. Ich nehme ein Nashorn. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Ich nehme noch schnell was anderes. Orange, wähle bitte mit dem Pink-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Na, AU natürlich. Au? Magst du Schmerzen? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Das müssen wir uns merken, ne? Bis zum Ende. Ganz am Ende wird das gefragt. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pinkt jeweils die Stelle an. Na dann. So, also wir wollen zur Portal Gun hier, bauen uns ein Portal dahin und ich will sie zuerst haben. Blue erhält zuerst ein Portalgerät. Ja. Orange hat nun ein Portalgerät. Jedes Portalgerät kann 2 eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Hallo. Ja, den Teil haben wir schon mal gespielt hier. Ah, so geht das. Ja, also wer gar nichts mit Portal anfangen kann und jetzt total verwirrt ist, dem sei ans Herz gelegt, entweder das langsamer abzuspielen, damit er das besser nachvollziehen kann, was hier passiert, oder einfach Portal 1 sich einmal anzuschauen. Dazu haben wir auch ein Let's Play. Ganz hervorragend. Da hat Timo gespielt und er hat alle Rätsel innerhalb kürzester Zeit gelöst. Natürlich. Mit den Portalen. Das war wirklich phänomenal. So, und jetzt, jetzt haben wir hier ein Schalterrätsel. Genau, würde sagen, das Rätsel ist auf deiner Seite zu lösen. Genau, ich habe hier einen Schalter, da trete ich jetzt drauf, dann öffnet sich die Tür bei Peabody. Aha. Und er tritt auf den Schalter und bei mir öffnet sich die Tür. Keine Abweichung erkannt. Und so kommen wir dann vorwärts. Wir müssen uns also gegenseitig hier helfen im Koop-Modus. Es ist also nicht gegeneinander, sondern miteinander. So scheint es zumindest bisher. Mal sehen. Da gibt es bestimmt nochmal einen Twist. Huch. Hast du mir jetzt ein Portal gebaut? Ja. Aber ich muss erst da hoch. Mach mal weg. Ich kann gerade keinen. Oder? Ach, ich kann selber wegmachen. So. Das alles klar. Das Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Genau. Kannst du nochmal wieder eins hier hinbauen? Dahin. Dankeschön. Hui! So, und jetzt. Das war's schon, oder? Ich glaube ja. Super. Ah, ein Schalter. So. Jetzt mache ich einen Würfel für dich, oder? Nee, für. Doch. Und du für mich. Oder so. Dann stellen wir den hier in den Schalter rein. Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. So, so. Ja, ein Glück sind wir keine Menschen, sondern lustig zusammengeschraubte Roboter. Aber wir haben auch ein bisschen Persönlichkeit, haben wir gerade gesehen im Intro, ne? Ja. Also du bist anscheinend so ein bisschen... du hast dich total gefreut, dass du zusammengebaut worden bist und bist dann auch direkt in dieses sich öffnende Loch gehopst und ich war dann so ein bisschen ängstlich und war irgendwie nicht so mein Lieblingsding. Und ich kann hier einen Knopf drücken jetzt. Mach mal. Was passiert dann? Oh. Ein Würfel. Okay. Ein Würfel. Wo muss der hin? Da hinten sehe ich einen Schalter, den man aktivieren könnte, aber ich komme hier, glaube ich, nicht durch. Nee. Kannst du nochmal drücken? Ich drücke nochmal. Jetzt. So, jetzt kommt wieder ein Würfel, genau. Das war nix. Gut gefangen, Orange. Ich glaube, das... Oh. Klaros ist auf meiner Seite bisher. So, hier noch einer, bitteschön. Ja. Und da ist er. So, und... Zack. Pass auf, ich hab's gelöst. Du kannst ihn mir durchs Fenster geben. Ah ja. So? Ja, genau so. Und ich kann ihn dir durchs Fenster zurückgeben. Sehr schön. Bitteschön. Hol ihn dir doch. Schnapp ihn dir. Da ist er. Oh, er hat ihn sogar. Sehr schön. Ich glaube, wir können uns den Würfel einfach aus der Hand klauen. Ja. Das klappt schon. Das geht.
Okay. So, bei dir ist jetzt ein Schalter, sehe ich genau. Und wenn du... Ah ja. Auch das haben wir vorhin schon mal angespielt gehabt. Das löst sich folgendermaßen. Ich schieße jetzt ein Portal dahin. Genau, und dann gehe ich hier durch. Und schieße noch ein Portal da oben hin. Und jetzt kann Timo da durchgehen. Nee. Hüpfen. Wie hüpfe ich? Auf A. Auf X. Auf X, ja. Ja, je nachdem, welchen Controller du jetzt gerade nimmst. Endlich. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Yeah! Oh, hier liegt Konfetti auf dem Boden. Echt? Woo! Guck mal, ist das bei dir auch? Enorm. Komm mal lieber da runter, gleich ist das wieder weg. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Tests? Ah, hier geht's weiter. So. Aber jetzt wissen wir nicht mehr, was passiert. Stimmt. Kein Plan mehr. Bis hier hatten wir beim Testen gespielt. Und jetzt wird's also interessant. Und warte, noch nicht reingehen. Erstmal high-fiven wir uns einmal. Parts! Weil wir einfach Freunde sind. Und Freunde geben sich manchmal ein High-Five. Das ist jetzt das Ende schon. Müssen wir einfach uns reinstellen. Wahrscheinlich sind wir jetzt durch, ne? So. Also ich gehe mal hier rein. Okay. Ist bestimmt richtig, ne? Ja. Hallo. Pass mal auf. Geh mal dahin. Sieht so lustig aus, wenn er mit dem Finger zeigt. Was muss ich denn machen? Zeig mal. Wie geht das? Auf L1 zeigst du mir was. Ja. Okay, ich gehe in die Schämlich-Ecke. Ich senk auf mein Haupt und gehe ganz langsam. Das sieht man jetzt auf Timos Bild ganz gut. Wie ich mich hier schämend fortbewege. Okay, ich geh mal los. So, tschüss. Jetzt wurden wir auseinandergebaut. Na? Glückwunsch zur erfolgreichen Rückkehr ins Zentrum. Von hier aus können Sie alle abgeschlossenen Tests erneut absolvieren. Hervorragend. Timo, ich habe eine Aufgabe für dich. Na? Mutprobe. Da runter, ne? Ja. Nee, lieber nicht. Mutprobe. Nee. Du Schisser. So, was müssen wir jetzt tun? Portal und... was ist das denn? Keine Ahnung. So, was ist das? Eins. Hier steht eins. Was steht da? Ich kann nur Zahlen lesen. Es tut mir leid. Guck mal hierher. Wohin? Lies mir das mal bitte vor hier. Was ist da? Teamaufbau. Mhm. Hä, hey, irgendwie steht hier, dass wir alle Kammern schon geschafft haben. Das ist totaler Schwachsinn. Ach, das sind die verschiedenen Kammern hier. Ah. Also, lass mich nochmal kurz bitte testen. Diesen komischen Kammer-Reset. Ich würde das gerne haben, dass wir nicht alle Kammern schon haben. Ja. Welcher war denn das? Der hier, ne? Map all, mark all maps incomplete. So. Was? So. Was passiert denn, wenn ich Cheats anmache? Und dann... Nee. Cheats aus. Incomplete. Klappt nicht. Ich habe keine Ahnung. Wieso? Ist nicht gut? Ja, weiß ich nicht. Also normalerweise sollte hier jetzt dieser Balken hier, siehst du den bei mir? Ja. Der sollte leer sein, wenn wir da noch nichts von geschafft haben. Ah. Und für jede Testkammer, die ich geschafft habe, wird da so ein blaues Ding dazugefügt. Und für jede, die du geschafft hast, so ein orangenes. Oh. Und irgendwie sind die alle schon voll und keine Ahnung. Na gut, das können wir ja nochmal in der Folgenpause irgendwie klären. Ja, ich glaube, wir können die trotzdem ja nochmal spielen. Sollte also kein Problem sein. Hier steht ein Text. Was steht da? Wählen Sie den Abschnitt und begeben Sie sich in die... Ich kann es nicht lesen.
Demontagekammern. Ah ja. Aha, Abschnitt 1, 06. Das verstehe ich. Achso, wir sind bei 6. Aha. Kannst du da was auswählen jetzt auch? Weil wir wollen ja nicht die 6. Kammer machen, ne? Ja. Mach's gut. Was? Hui. Das bin ich! Hörst du das? Oder bist du das? Das warst du. Nein, das ist dieses Ding hier. Mach's gut. Wenn ich da drauf drücke, das ist ja witzig. Okay. Aber wie schalte ich das jetzt um? Mach's gut. Weiß ich auch nicht. Na gut, ich würde sagen, wir machen vielleicht eine kleine Folgenpause hier und schauen dann mal, ob wir das hier resettet bekommen. In der nächsten Folge geht es dann hoffentlich los mit der ersten richtigen Kammer und wir schauen mal, ob wir beide da gut durchkommen, ne? Okay, dann wir kümmern uns nochmal um die Problematik hier und sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.